Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval für PlayStation 1 bei Dave. Ja, moin, Daniel. Du bist auch da. Und ja, herzlich willkommen zurück. Und diese Fledermaus habe ich gerade in der Luft mit meinem Hammer zerschlagen. Ach, deswegen, ich dachte, du springst da so blöd hinterher, um mich zu begrüßen. Weil er guckt, ja, das auch. Er guckte so in die Kamera. Hallo, hallo. Und ich dachte, er will sich zu Wort melden. Aber die Geräusche, wenn er macht hier, wenn er so springt, das klingt so ein bisschen wie James, wenn er absäuft. Ja. Oder auch wie der Vampir-Butler im zweiten Teil. Und da oben sehen wir ein monströses Gerät. Aber erst lesen wir ein Buch. Das mich immer an eine Spinne erinnert. Oder möchtest du lesen? An der Maisschneidemaschine fehlt ein Stück. Sie ist kaputt, seit ein Zahnrad aus diesem Wunderwerk moderner Landwirtschaft fiel. Ja, und ich finde einfach diesen Look so richtig cool, so spinnenmäßig. Aber ich will keine Spinnen. Ja, also ich habe nichts gegen, ich sag mal, kleine Spinnen. Das ist nicht so schlimm. Aber große Spinnen, die mache ich nicht so. So, warte mal, wie konnte ich denn jetzt hier... Ich hasse was, alle Spinnen. Was muss ich denn überhaupt schieben? Muss ich nur... Den Heuballen. Da dran. Ja. Reicht ja schon, ja, das, ne? Das war's schon, das ist das ganze Rätsel. Warum steht die eine Kiste da rum und die andere da noch einfach so? Das ist Ablenkung. Von meinem perfiden Plan, damit ich da nicht drauf komme. Richtig. Dass ich hier oben hin muss, ja. You have to click a link. Yeah, ein Schupfer killt. Der Lichtschalter ist links. Ein Schupfer killt. Hallo? Ah, ja. Da. Und jetzt kommt wieder Pixelarbeit. Ich bin gespannt, ob du es beim ersten Mal hinbekommst, das Teil einzusetzen. Dun, dun, dun. So, wo gehst du denn am besten hin? Da meinst du. Ja, versuch es mal. Scheiße. Ich vergesse es auch jedes Mal. Also von der Seite, okay. Es ist so affig. Nein, es ergibt sogar Sinn. Nein. Doch, weil, wenn man bedenkt, Gellomir ist ja da, wo jetzt, ich sag mal, 500 Jahre später, bei Medieval 2 ist ja da Großbritannien. Ja. Also wenn man sagt, sein Daniels Grab wurde nicht verschoben, dann ist Gellomir ja im Prinzip das spätere Kensington. Ja. Und in Großbritannien gilt ja Rechtsverkehr. Sie fahren ja rechts. Die fahren ja, also Linksverkehr, und die haben das Steuer rechts. Deswegen ist aber trotzdem falsch. Ich darf sie nicht einsetzen. Damit ist deine ganze wirre Theorie über den Haufen geschmissen. Ich wollte es aber gesagt haben. Ja. Och Mensch. Ich glaube, du musst dich hinten ans Heck stellen. Ja. Also schön in Poppes schieben. Das ist immer am besten. Ja. Genau. Tschüss. Ich finde das Ding so geil. Ach, ich liebe es. McDonald's. Nee. Nee. Gibt's hier vielleicht irgendwie... Nein. Ja, warte mal. Ist nix. Aber vielleicht kann man... Na? Nee, kann man nicht. Doch, kann man vielleicht. Nee, kann man nicht. Jetzt sagt er nicht sofort nein. Doch, ich weiß es doch. Du hast das doch gar nicht ausprobiert. Ich kenne das Spiel. Ja, ich auch. Nee, du wusstest ja nicht mal, wie man läuft. Ja, das, ohne Scheiß, das sagt das Spiel einem aber auch nicht. Nee, mir hat's damals auch nicht gesagt, ich hab's einfach ausprobiert. Nee, ich will dich aber nicht, ich möchte das gesagt bekommen. Ich will das nicht. Das ist, wenn ich zum Beispiel einen Kuchen backe, dann sagt Mutter auch immer, ja, mach mal immer Pi mal Daumen, so bei ein paar Sachen. Ja. Ich sag immer, nee, ich mach das aber so, wie es im Rezept steht. So, deswegen steht's ja da so drin. Mhm. Da steht nicht, nehmen Sie eventuell 500 Gramm Mehl. Da steht, nehmen Sie 500 verfickte Gramm Mehl. So, und dann nimmst du das halt. Alter, wie ist der heute drauf, geil. So, da hast jetzt eine Schneise. Du bist auch so eine Schneise. Du hast eine Meise, hast du. Du bist eine Schneise. Nicht Schneide, Schneise. Ja, meine ich doch. Hm. Trotzdem hast du eine Meise. Zum Abschied sag ich leise Scheiße. Guck mal, jetzt ist er wieder voll. Ich soll dich übrigens ganz, ganz herzlich von der lieben Vampy grüßen. Vampire Girl 3672. Das ist korrekt, das hast du dir gut gemerkt. Danke dir.
Ja, bitte sehr. Grüße zurück. Ja, das werde ich ausreden. Das wird sie bestimmt hier auch sehen, weil sie ist ja mittlerweile auch schon so ein kleiner Medieval-Fan geworden. Ich glaube, bis jetzt hat sie es noch nicht geguckt. Das, ja, das liegt aber vielleicht daran, weil sie es gerade bei mir guckt. Also, Medieval 1? Ja, 1. Sie hat ja 1 komplett durchgeguckt. Und sie guckt jetzt, glaube ich, gerade das Reap. Nee, jetzt guckt sie gerade das erste Medieval 2-Projekt, wo du zu Gast warst. Dann guckt sie sich das Replay von 1 an und dann das Replay von 2. Also sie ist sehr im Medieval-Fieber gerade. Ah. Also ich sag's ja nur ungern, aber wir müssen tatsächlich nochmal zum Anfang des Levels gehen und die ersten beiden Vogelscheuchen killen. Denn sonst kommen wir nicht auf 100%. Ich habe schon sowas befürchtet. Ja, es gibt aber andere Level, zum Beispiel vorher auch beim Friedhof, da muss man nicht alle Zombies töten, um an 100% zu kommen. Das ist richtig. Es gibt auch einige Level, wo es wirklich sehr, sehr einfach ist. Und dann musst du echt nicht alles kaputt machen. Richtig, dafür. Aber hier, das ist manchmal ein bisschen... Ja. Es ist immer verschieden austariert. Richtig. Sagen wir mal so. Das hier, dieses hier und es gab noch eins, wo es ziemlich knapp war. Der See, genau, der See. Da ist auch, da musst du auch so ziemlich jeden Gegner triggern und killen. Aua, ah. Aua, ah. Das tut weh. Naja, ich verstehe deinen Schmerz. Das ist der Weltschmerz. Ja. Oh oh. Ey, oh nee. Oh oh. Oh oh. Nicht im Ernst. Im Unernst nicht. Was soll der Scheiß denn? Kannst du eventuell von der Armbrust auf die ballern? Dafür vergeude ich meine Armbrust nicht. Daniel kann nicht über einen Zaun schmeißen. Ist jetzt nicht wahr, ne? Nein! Und es gibt nirgends mehr Gegner. Ah. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ärgerlich. Du hast wirklich unterwegs keine Vogelscheuche mehr vergessen, ne? Nein. Ja, dann würde ich sagen, holst du den Offscreen nach. Oh. Ja, aber ich komme doch jetzt sonst nicht weiter. Natürlich kannst du den Level beenden. Du musst doch den Seelenkelch nicht unbedingt mitnehmen. Ja, gut, aber... Ja. Okay. Ja, es lässt sich jetzt ja nicht ändern, ne? Das ist leider so. Es ist leider so. Stolpe. Ja. Ach, ich habe dieses Level irgendwie gefressen mittlerweile. Ja, macht ja nichts. Da will man einmal irgendwie sich eine Herausforderung selber stellen und sofort wird man dafür bestraft. Das war doch sowas von klar wieder. Die Affen kann man nicht abknallen, dass die Energie geben, ne? Also Energie nee. Nicht, weil ich sehe. Nee. Ich bin ja gleich mal gespannt, ob du dich fürs schlafende Dorf oder für die Kürbisschlucht entscheiden wirst. Schauen wir mal. Jetzt ist er gerade wieder ein bisschen angepisst. Ja. Aber ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Nein, ich bin nö, ja. Ja, ich bin nö, ich bin ja. Ja. So. Ich laufe jetzt einfach hier durch, ist mir jetzt wurscht. Das klang richtig fies. So bin ich jetzt auch drauf. Oh yeah. Ho, 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 ho. Das war aber ganz schön tricky, was du da... Nee. Doch, war's. Wo ist denn jetzt... Warte mal, war das schon hier der Ausgang oder kommt der noch? Da oben, das siehst du sogar. Wo denn? Ach, du meinst den Level-Ausgang? Ja. Der kommt noch ein bisschen später. Da musst du erstmal noch 3 so eine Rondelle hier meistern. Natürlich. Ach, du meinst den Ausgang von diesem Rondell hier, da... den. So, jetzt kommt noch mal hier diese Maisgrube, dann kommt noch wieder was zum Hacken und dann kommt was. Genau. Jetzt kommt der. Dann musst du links rum, sonst schaffst du das nicht. Oh. Vor allem, da kann man noch nicht mal drüber springen, das ist voll fies. Doch, kann man. Ja, kann man. Das ist wohl wahr. Wenn man es denn möchte, ja. Ja. Hier muss ich rechts, glaube ich, hin. Rechts musst du abbiegen. Level geschafft. Wenn du den Ausgang noch findest. Da, vergiss den Wasser. Spasser, ja, den Spasserweiher. Ja, den Spasserweiher darfst du nicht vergessen. Moinsen.
Egon. Hör bis Schlucht voraus. Dort wächst Gallomirs Lieblingsgemüse. Geht hinein und erfahrt, wie schlechtes Gemüse wirklich aussieht. Ich fühle mich gerade auf wie schlechtes Gemüse. König Kürbis! Scheiß Elenkelch. Jetzt ist er total sauer. Oh. Nein! Ich bin's, der schlaue Tim. Wie läuft's in der Schlacht? Ja, den hatten wir auch schon, ja. Mhm. Das ist übrigens die gleiche Synchronstimme wie Jäger in Spyro 2. Ja, stimmt. Ich kann auch meine Armbrust mit Schnellfeuer geben. Der junge Otto Walkes. Ja, irgendwie schon. Finde ich total. Ja, ich auch. Nee, du nicht. Jetzt unterstell mir hier nichts. Du hörst dich gerade so deprimiert an. Das finde ich nein. Schön. Wie kann ich dich denn mal aufhalten? So, das war das Kürbis. Das ist die Kürbisschlucht, die als nächstes kommt. Und jetzt kommt das Schlafen. Jetzt kann ich ein schlafendes Dorf. Das darfende Schlaf. Kann ich doch eigentlich schon mal machen, oder das nicht? Das könntest du theoretisch machen, ja. Ich könnte aber auch in die Kürbisschlucht. Das kannst du auch theoretisch. Denn ich glaube, ein Weg von beiden ist nämlich eine Sackgasse. Der andere nicht. Es sind, darf ich so viel verraten, es sind beide Wege eine Sackgasse. Sicher? Ja, ganz sicher. Der eine Weg endet beim König Kürbis, der andere Weg endet in der Irrenanstalt. Also das ist doch mal eine schöne Auswahl. Ich glaube, sagen, bevor wir in die Anstalt gehen, würde ich sagen, machen wir erstmal die Kämpfe mal gegen König Kürbis. Ja, erstmal kommt die Kürbisschlucht. Auch Sätze, die man nur in Medieval 1 hört. Ja. Aus der Reihe. Naja. Und dieser Wahl steht man dann auf. Entweder du gehst in die Kürbisschlucht oder du kommst oder in die Irrenanstalt. Ja. Hallo? Achso, scheiße. Hallo. Jetzt düst aber los hier. Da ist die Rotmune. So, und hier gab's, glaube ich, nicht nur scheiß Kürbisse, doch, die mich angreifen. Du hast es gut, dass die hier noch nicht irgendwelchen Dorfbewohnern die Seele aussaugen. Er hat den Geheimgang gefunden! Ja! Das war nämlich noch eine Sache, die konnte ich mir nämlich noch gut merken. Und ich glaube, wenn wir da runtergehen, ist da nicht irgendwo der Kelch oder so. Nicht nur oder so, der ist da. Aber es bringt jetzt noch nichts, da runter zu gehen, ne? Nein, weil du den Seelenkelch noch nicht voll hast. Und richtig. Ganz. Ein bisschen was fehlt noch. Ja, bringt das bei denen was mit dem Hammer? Ja, also man kann sie ein bisschen kleiner hacken, aber ganz abgehen. Aber die kriegt man nicht kaputt, ne? Nee, ganz abgehen die, glaube ich, nicht. Dote kriegt man die nicht. Nee, Dote nicht. Das Dote me late. Kann ich hier die Dancam benutzen? Nee. Dancam, die Dänen. Ja, ihr seht, ich bin wieder Dancam-Fan. Mhm. Was ein Wort. Dafür kenne ich die Dan-Hand nur zu gut mittlerweile. Oh, Egon und Klaus! Oh, Helmut und Fili! Lebensflasche benutzt. Scheiß Kürbis. Da muss ich an das kleine Arschloch denken. Aha. Wo der alte Sack den Kürbis besteigt. Bitte was? Bitte was? Kennst du das kleine Arschloch nicht? Nicht so wirklich, also, das erklärt nicht. Einiges. Da ist ja der alte Sack, der mitspielt. Da wird ja von Helge Schneider gesprochen. Und dann ist er auf so einer... Hat gerade gepiept, ne? Jeweils auf so einer Party, da fickt der alte Sack einen Kürbis. Und ja, damit hat sich das gerade erledigt. Und damit entlasse ich euch, liebe Kinderlein, in die Nachtruhe. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gewalt und Sodomie! Ja, warum schiebt der Honk diesen Scheißwagen denn auch noch 30 Meter weiter zurück, obwohl das so gar nicht... Der, also... Oh.